Herzlich willkommen auf What's Opera Doc. Mein Name ist Anna Botto-Stefani. Ich darf euch heute einen spannenden Hintergrundbericht von Wolfgang Ablinger-Sperrhake präsentieren. Er ist Sänger und Aktivist und setzt sich seit Beginn der Pandemie kulturpolitisch sowohl in Deutschland als auch in Österreich höchst aktiv für unsere Belange ein. Der Vortrag fand im Rahmen der juristischen Tagung Ist das Kultur oder kann das weg? Statt, die ich mitorganisiert habe. Herr Ablinger-Sperrhake war uns via Zoom zugeschaltet. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir leider weder die Räumlichkeiten noch die TeilnehmerInnen zeigen. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Freude beim Ansehen und spannende Einblicke. Ich begrüße Sie alle herzlich. Mein Name ist Wolfgang Ablinger-Sperrhake. Wie vorhin schon gesagt, bin ich ein internationaler Opernsänger und eben auch seit März 2020 kulturpolitischer Aktivist. Ich habe zwei Initiativen, die sich mit Kulturpolitik auseinandergesetzt haben in der Corona-Pandemie, mitbegründet. Die erste ist genannt Anwaltspetition für Freischaffende. Das war gemeinsam mit Elisabeth Kuhlmann, mit Georg Nigel, mit Thomas Konietzny, mit Ulrike Kunner von der IG Freie Theater und von unserem Anwalt Magister Georg Streit. Die setzte sich vor allem für die Kompensationen im ersten Lockdown in Österreich ein, und wir haben dann eben auch die Kompensationen an den Bundestheatern ausgehandelt, und Kollegen haben dann die Kompensationen ausgehandelt. Bei den restlichen Theatern, wir haben aber auch eine Rolle gespielt bei der Demission der Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek in Österreich. Das hat dann bewirkt, dass eine neue Staatssekretärin ans Ruder kam, und dadurch konnten überhaupt erst in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium die Öffnungsschritte ausgearbeitet werden, die eben dann die Durchführung der Salzburger Festspiele überhaupt erst ermöglicht haben. Diese Öffnungsschritte haben dann dazu geführt, dass im September, Oktober auch international die Theaterhäuser, zumindest in Europa, wieder öffnen konnten. Ja, das war also die erste Initiative. Ich werde dann genauer darauf eingehen, wie das dort in dieser Periode tatsächlich abgelaufen ist. Die zweite Initiative, die ist dann gegründet worden in Bayern. Da war ich einer der Mitbegründer eben, und die war gemeinsam mit Christian Gerhaher, mit Hans-Jörg Albrecht, das ist der Leiter des Münchner Bachchors, und Kevin Connors, das ist der Ensemblesprecher der Bayerischen Staatsoper. Diese Initiative hat sich vor allem mit der Kunstfreiheit und mit den im Vergleich zu allen anderen Bereichen übermäßigen und vor allem übermäßig langen Schließungen der Kultur auseinandergesetzt. Weil man muss eben bedenken, dass die Kultur insgesamt 7 Monate länger zugesperrt wurde als zum Beispiel der nicht notwendige oder der nicht lebensnotwendige Einzelhandel, 10 Monate länger als die Religion, etc. etc. Wir haben dann mit dieser Initiative 3 Rechtsverfahren angestrengt, einen Eilantrag beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, einen Eilantrag gegen die Bundesnotbremse beim Bundesverfassungsgericht und eben auch noch eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgericht, und die ist noch nicht entschieden. Ich werde Ihnen dann eben auch über die Verfahren im Ausland dann berichten und natürlich auch genauer die Urteile bzw. auch die Entgegnungsschriften der verschiedenen Landesanwaltschaft oder zum Beispiel der Bayerischen Staatsregierung zu unseren jeweiligen Verfahren schildern, weil das sehr interessant ist, wie man teilweise
Kunst definiert, wie man Künstler definiert und wie die Kunstfreiheit dann tatsächlich auch definiert ist. Ich bin überzeugt, Sie haben wahrscheinlich die letzten Tage sicherlich schon also eine grobe Übersicht bekommen über die Grundprinzipien der Kunstfreiheit, dass sie eben im Artikel 5 des Grundgesetzes vorbehaltlos garantiert ist. Sie gehört zu den Kommunikationsgrundrechten, ist auf der gleichen Ebene wie die Pressefreiheit und wie die Meinungsfreiheit garantiert, geht sogar aus Lex Specialis der Meinungsfreiheit vor. Da ist das beste Beispiel eben das berühmte Erdogan-Gedicht von Herrn Böhmermann. Und weil das wäre zum Beispiel in der Meinungsfreiheit, mit der Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt, aber in der Kunstfreiheit ist das schon möglich. Das ist so der Grundkern dessen, was wir so juristisch jetzt judiziert haben wollen. Um vielleicht eine kleine Vorstellung zu haben, wo ich politisch herkomme. Ist es so, ich war schon als Studentenvertreterkultur politisch aktiv und habe dann eben 30 Jahre die Schwulenbewegung in Österreich mitbegleitet, mitverfolgt und hatte tatsächlich auch damals bei der letzten globalen Pandemie mein Coming Out. Gott sei Dank eben zu einer Zeit, das war 89, wo man eben schon Schutzvorkehrungen wusste. Darum ist es auch so, dass in den politischen Aktivitäten, die wir mit Aufstehen für die Kunst machen, es zentral ist, dass man eben Schutzmaßnahmen hat. Also das heißt Maskenpflicht, dass es Testungen für die Mitarbeitersicherheit gibt, dass es Hygienekonzepte gibt, Crowdmanagement etc. etc. Also politische Positionen, zum Beispiel der Querdenker, sind mit unserer Initiative nicht kompatibel. Es ist sogar so, dass man, um Unterstützer bei unserer Initiative werden zu können, muss man eben sagen, also muss man bestätigen, dass man nicht der Querdenker-Szene angehört. Und eben auch Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen im Grundsatz befürwortet. In dieser Zeit aber der AIDS-Pandemie war es eben auch so, dass es eine Disbalance gab zwischen dem notwendigen und sinnvollen Gesundheitsschutz und der Beeinträchtigung der Grundrechte. Also zum Beispiel gab es einen gewissen Politiker, Herrn Horst Seehofer, der hat tatsächlich Konzentrationsheime für AIDS-Kranke gefordert. Also auch die Kirchen haben da eben verkündet, dass das jetzt die Strafe Gottes ist und darum ist es nur recht, wenn die Homosexuellen sterben. Das hat natürlich die homosexuellen Bewegung in Österreich sehr stark politisiert und das hat dann auch zu einer Solidarisierung untereinander geführt und hat dann eben diese grundrechtlichen Errungenschaften erst ermöglicht, die dann in den darauf folgenden Jahrzehnten durchgesetzt wurden. Und das ist so die Ausgangsposition, von der ich in diese Pandemie startete, wo es für mich auch sehr viele Déjà-vus eben gab. Also, ich habe jetzt gehen wir gleich in medias res, was die kulturpolitischen Aktivitäten anbelangt. Es war so, im Anfang März hatte ich ein Monumentalkonzert an der Semperoper in Dresden. Das war Gurrelieder von Arnold Schönberg. Also wer das nicht kennt, das ist ein spätromantisches Werk in der Tradition von Gustav Mahler mit 150 Personen im Orchester, 250 Personen in mehrfach geteilten Chören. Natürlich war es auch so, dass der Zuschauerraum voll besetzt war. Wäre natürlich ein klassisches Superspreader-Event gewesen, ohne jegliche Vorsichtsmaßnahmen,
Im März 2020 wusste man auch noch nicht genau, welche Vorsichtsmaßnahmen tatsächlich wirksam sind. Und da war es dann auch schon so, dass beim ersten Konzert am 9. März waren die Theater in Bayern schon geschlossen. Wir haben dann so praktisch nur noch von Tag zu Tag gelebt, weil es sollten drei Konzerte sein. Dem MDR-Chor ist zum Beispiel immer gesagt worden, nehmt eure Konzertgarderobe gleich mit, weil wir nicht wissen, ob man überhaupt zurückkommen kann. Und es war dann so, dass innerhalb von einer Woche tatsächlich europaweite Kulturinstitutionen zumachten. In Dresden war es so, einen Tag nach unserem letzten Konzert wurden noch 1000 Personen im Zuschauerraum zugelassen und am übernächsten Tag war die Semperoper komplett geschlossen. Das Gleiche war natürlich auch in Frankreich. Ich hätte in der Woche drauf ein Konzert singen sollen an der Philharmonie de Paris. Das war Herodes in der Salome. Da wurde auch zuerst überlegt, eben für 1000 Personen das Konzert zu veranstalten und dann wurde das Konzert komplett abgesagt. In dieser Zeit haben dann eben auch die Institutionen in Amerika zugesperrt, zum Beispiel die Metropolitan Opera. Die haben aber tatsächlich auch ihre festen Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung gekündigt. In Europa war das anders. Da gab es eine Kurzarbeiterregelung, aber eben nur für die Festangestellten. Das heißt, zum Beispiel in Österreich wurde am 18. März ein Corona-Tarifvertrag ausgehandelt zwischen der Gewerkschaft und den Bühnen. Und die festangestellten Mitarbeiter bekamen dann 80% Lohnfortzahlung. Die Gewerkschaft hat sich überhaupt nicht für die Freischaffenden eingesetzt und fühlte sich dafür auch gar nicht zuständig. Es war dann so, dass allen freischaffenden Künstlern Europas in der Woche nach den Schließungen blaue Briefe ins Haus geflattert sind, wo eben festgehalten wurde, dass man leider die schönen Konzerte und Opernaufführungen jetzt nicht mehr veranstalten kann und dass aber auch gleichzeitig jegliche Vergütung entfällt. Dass wir diese Atombombe in den Verträgen hatten, war natürlich niemandem vorher bewusst, weil so eine Situation gab es eben vorher nicht. Die Force Majeure-Regelung, diese Klausel ist tatsächlich in den Verträgen europaweit drinnen und natürlich auch bei den, in den amerikanischen Verträgen, die kam nur zum Einsatz zum Beispiel bei Staatstrauer. Und wann ist schon Staatstrauer? Kam auch nur in Anwendung bei Generalstreik. Also ich habe zum Beispiel mehrere Streiks, weil die Franzosen ja sehr streikfreudig sind, erlebt an der Pariser Oper oder auch an der Mailänder Scala. Und da wurden die Künstler aber immer voll ausbezahlt, weil eben Streiks, die sich nur gegen die Kulturinstitutionen richteten, fielen eben nicht unter Force Majeure. Man muss da jetzt auch wieder einen kleinen Ausflug in die Rechtsgeschichte dazu machen, weil ursprünglich die Force Majeure-Regelung kam nämlich im 17. Jahrhundert in die Künstlerverträge. Da war es nämlich so, da ist ein Theater in Frankreich abgebrannt und der Impresario, der wollte nichts zahlen und die Künstler sind ins Gericht gegangen und da wurde dann eine Risikoaufteilung von 50-50 vom Gericht festgesetzt. Das heißt, 50% des Risikos musste eben der Künstler tragen, 50% des Risikos der Impresario oder Veranstalter. Diese Regelung war dann im 18. und 19. Jahrhundert weiter aufrecht. Da gab es ja viele berühmte Theaterbrände. Im 20. Jahrhundert kamen aber dann neue Theatergesetze. Die Trägerschaft des Theaters war dann meist staatlich. Nichtsdestotrotz wurde einfach das Force-Majeure-Risiko auf
Die schwächere Seite der Vertragspartner einseitig abgewälzt. Es hat aber niemand die wahrscheinliche Sittenwidrigkeit dieser Regelung irgendwie angefochten, weil wo kein Kläger, da kein Richter. Und da diese Regel praktisch nie zum Einsatz kam, wollte sich natürlich auch kein Freischaffender irgendwie mit einem Theater anlegen, nur wegen den vielleicht, weil ein Konzert ausgefallen ist wegen Staatstrauer zum Beispiel. Das hat aber natürlich zu der Situation geführt, dass wir eben diese Force Majeure-Regelung in Kraft hatten Anfang März und alle Kulturinstitutionen haben sich dann unisono darauf berufen. Es gab zwar eine Sitzung der Opernkonferenz, wo überlegt wurde, sollte man nicht den Freischaffenden auch 50% bezahlen, aber da haben sich dann die geschäftsführenden Intendanten hergestellt und haben gesagt, na, das kommt nicht in Frage, weil das ist rechtlich nicht vorgesehen, also machen wir es auch nicht. Es gab einige Theater, die dann aus Kulanzgründen tatsächlich Kompensationen bezahlt haben, aber die grundsätzliche Linie war, dass eben nichts bezahlt wurde. Und es ist eben nicht nur für die gut verdienenden Stars der Szene, sondern eben genauso für die Statisterie und für den Extrachor, die im absolut prekären Bereich gearbeitet haben. Die haben tatsächlich in Österreich sogar bis Mai keinerlei Vergütung bekommen. Aufgrund dieser Situation habe ich dann eine Solidaritätsadresse an die französischen Künstler im Forum Opera, das ist eine Opernzeitschrift, veröffentlicht und es haben sich dann Ende März zeitgleich zwei Initiativen und auch tatsächlich unabhängig voneinander. Wir haben aber dann relativ bald international zusammengearbeitet, die sich eben mit diesen nicht vorhandenen Kompensationen für die Künstler auseinandergesetzt haben. In Frankreich ist es der Initiative sehr schnell gelungen, dass eben der Force Majeure-Paragraph schon im April 2020 gekippt wurde. Und da war es dann so, dass das nur noch Circonstance extraordinaire, also keine höhere Gewalt, sondern außergewöhnliche Umstände. Das hat dann eben auch bewirkt, dass in Frankreich die Freischaffenden, und da muss man sagen, in Frankreich gibt es fast keine Ensembles, höchstens in den Theatern, aber zum Beispiel bei den Opernhäusern gibt es nur Freischaffende. Die haben dann tatsächlich so ungefähr 50% Lohnersatz bekommen. In Österreich war es dann so, dass wir diese Initiative eben auch mit anwaltlicher Unterstützung gegründet haben, die den Fokus darauf hatte, erst einmal einen runden Tisch wenigstens für die Freischaffenden zu erreichen. In Österreich war die Situation von der Presse her ausgezeichnet. Die hat unsere Initiative sehr unterstützt. Und es war so, dass ich nach 2, 3 Wochen antichambrieren bekam ich dann ein großes Interview in der zweiten Tageszeitung in Österreich, das ist Kurier. Und das wurde sogar wirklich prominent platziert am Ostersonntag. In diesem Interview habe ich eben einen runden Tisch für Freischaffende zur Erklärung der Kompensationsfrage gefordert. Nach diesem Interview ging es dann wirklich sehr schnell, weil dann haben sich innerhalb von 2 Tagen unserer eigentlich aus nur 5 Hanseln bestehenden Initiative dann 3000 Betroffene angeschlossen, eben auch die gesamte IG Freie Theater. Das sind vor allem die im freien Theaterbereich Tätigen angeschlossen. Es haben sich Musical-Bereich angeschlossen, Extrachor etc. Und es haben sich auch 300 österreichische Prominente aus der Kulturszene unserer Initiative angeschlossen. Es gab dann auch
relativ zügig Kontakte zum Kulturstaatssekretariat. Und es gab dann tatsächlich diesen runden Tisch am 27. April. Da waren alle wesentlichen Kulturinstitutionen Österreichs per Videokonferenz vertreten. Also das war die Staatsoper, Salzburger Festspiele, Bregenzer Festspiele, Konzerthaus, Musikverein, Theater an der Wien etc. etc. Diese Veranstaltung wurde vom Kunstsektionschef geleitet. Das ist der oberste Kulturbeamte in Österreich. Die damalige Kulturstaatssekretärin ist nicht zu dieser Veranstaltung gekommen, weil es im Vorfeld wurde sie schon sehr oft wegen ihrer fehlenden Kompetenz auch von Theaterdirektoren angegriffen. Bei Ulrike Lunacek war so, die kam aus der LGBT-Community und hat sich da wirklich sehr, sehr große Verdienste erworben, war aber überhaupt keine Fachpolitikerin für Kultur. Die Regierungsbildung der türkis-grünen Regierung, die war erst im Januar 2020. Frau Lunacek hatte also, als die Corona-Pandemie startete, die nun wirklich die schwerste Krise der Kultur seit dem Zweiten Weltkrieg auslöste, war noch nicht eingearbeitet in den ganzen Sachbereich. Und das war natürlich ein Problem. Gleichzeitig war es so, dass sich Bundeskanzler Kurz für Kultur überhaupt nicht interessierte. Und das Wort Kultur kam auch in seinem Wortschatz wochenlang überhaupt nicht vor. Ja, aber es war auch so, zum Beispiel Kurz und sein Finanzminister Blümel, der pikanterweise in der Vorgängerregierung Kulturstaatssekretär war, fanden es zum Beispiel auch nicht notwendig, zu den Salzburger Festspielen 2020, wo die gesamte Kulturwelt darauf gesehen hat, anzureisen, wohingegen zum Beispiel der Präsident van der Bellen mehrmals zu den Festspielen ging, inklusive zum Beispiel dem Präsidenten Steinmeier aus Deutschland. Ja, also das waren so die damaligen Rahmenbedingungen, die waren für die Kultur eben nicht besonders gut. In Österreich gab es vorher nämlich immer ein Kunstministerium und das wurde in den letzten Jahrzehnten dann aber runtergestuft zu einem Kulturstaatssekretariat, das angedockt war am Vizekanzleramt. Ja, also es war so, diese Veranstaltung des runden Tisches war ziemlich deprimierend, weil da alle Kulturinstitutionen unisono gesagt haben, geht doch einfach in die Sozialhilfe. Und das war so, wir haben dann zwischendurch, nachdem dann der fünfte Intendant uns erklärt hat, dass das alles natürlich furchtbar tragisch ist, sozial, aber es gibt ja eine Sozialhilfe und so, die aber für uns natürlich nicht zum Tragen gekommen wäre, weil das wären nur, wirklich nur für die allerprekärst Beschäftigten überhaupt gewesen. Alle anderen hätten, um in die Sozialhilfe, nicht anders als in Deutschland, hätten ja erst ihr gesamtes Vermögen und alle ihre Rücklagen aufbrauchen müssen, bevor sie überhaupt antragsberechtigt für die Sozialhilfe waren. Wir haben dann einfach gedroht, diese Veranstaltung abzubrechen. Und dann hätten die Intendanten erklären müssen, der Presse gegenüber, warum es zu gar keiner Lösung gekommen ist. Und da hat sich dann darauf geeinigt, dass es eben weiterführende Gespräche zu den Kompensationszahlungen gibt. Und die haben sich aber dann bis zum Juni hingezogen. Dann gab es eben eine Regelung, die auch sozial gestaffelt war. Es waren aber natürlich sehr asymmetrische Verhandlungen, weil wir waren praktisch nur Privatpersonen. Es war eben Georg Nigl, dann die Ulrike Kuhner von der IG Freie Theater, die war so die einzige mit wirklicher demokratischer Legitimation,
Ich und unser Anwalt Magister Streit, insofern konnten wir nur Lösungen anregen, um eben zu verhindern, dass es langwierige Prozesse bedurft, weil die hätten Jahre in Anspruch genommen. Und das Problem war einfach, dass die Freischaffenden, die ja eben nicht nur aus der Anna Netrebko und dem Riccardo Muti bestehen, dringend das Geld benötigten. Wir konnten dann wenigstens durchsetzen, dass wenigstens die Statisterie und der Extrachor im Mai bezahlt wurde. Aber die ersten Kompensationen, die so ungefähr eben 25% ausmachten, flossen tatsächlich erst im Juli. In Deutschland war eine etwas andere Situation. Da war es so, dass tatsächlich die Gewerkschaften Verdi und die GdBA sich auch für die Freischaffenden eingesetzt haben und die Freischaffenden dann im Corona-Tarifvertrag Ende April, der erste der Pilotabschluss war, der von den städtischen Bühnen unterzeichnet wurde. Der hat eben die Gäste in die Kurzarbeiterregelung einbezogen, aber mit dem fatalen Zusatz, wenn sie Arbeitnehmer sind. Da muss man jetzt wieder in die Rechtsgeschichte gehen. Da gab es nämlich leider in Deutschland ein fatales Urteil, das berühmt-berüchtigte Parsifal-Urteil. Das war 2007, da war so. Ein Sänger ist krank worden zu einer Parsifal-Vorstellung und wollte dann Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Weil man muss wissen, wenn man am Theater engagiert ist, ist man tatsächlich sozialversicherungspflichtig, man ist auf Lohnsteuerkarte engagiert. So das Richtige. Freischaffend, wie man sich das vorstellt, ist tatsächlich nur im Konzertbereich, weil da einfach die Probenzeit viel knapper ist. Da ist es auch tatsächlich so von der steuerlichen Regelung, dass man als freier Unternehmer eingestuft ist. Man bekommt auch die Gage brutto für netto ausbezahlt, muss das dann im Nachhinein versteuern, muss dann Umsatzsteuer abführen, etc. etc. Aber das ist im Theater eben nicht der Fall, da arbeitet man auf Lohnsteuerkarte. Naja, dann war es so, in der ersten Instanz wurde dem Sänger Recht gegeben. Die Klage wurde dann aber angefochten vom Land Hessen. Da gab es eine Nichtzulassungsbeschwerde. Und es ging dann bis zum Bundesarbeitsgericht. Nur leider war das für die Künstler tatsächlich fatal, weil offensichtlich die Rechtsvertretung nicht dementsprechend war und die Richter plötzlich von der bis dato üblichen Rechtsprechung abgewichen sind. Es wurde behauptet, dass Künstler eben nicht wirklich weisungspflichtig seien und daher nicht als Arbeitnehmer, sondern nur einen Dienstvertrag hätten. Das ist im Opernbereich einfach Unsinn, weil wenn man für eine Periode engagiert wird, die eben über ein reines Einspringen heißt, dass man eben eine Vorstellung für einen anderen Kollegen singt, dann ist es so, dass man natürlich dem Probenplan unterworfen ist. Man ist sowohl dem Dirigenten, dem Choreografen, dem Kostümbildner, dem Regisseur gegenüber weisungspflichtig. Das steht im Vertrag sogar drinnen. Und auch wenn man irgendwie Urlaub benötigt oder freie Tage, dann muss man sich das natürlich vom Theater genehmigen lassen. Also wie das Gericht da auf die Idee kam, wir seien nicht weisungspflichtig, ist schleierhaft. Das hat aber bewirkt, dass wir plötzlich in so einer rechtlichen Grauzone gelandet sind. Und das hatte dann auch den Effekt, dass eben die Theater sagten, das kann schon sein, dass wir diesen Corona-Tarifvertrag auch für die Gäste abgeschlossen haben. Aber wir haben ja dieses wunderbare
Parsifal-Urteil von 2007, also zahlen mache ich trotzdem nichts. Es gab dann in Deutschland von Grütters eine ähnliche Regelung, wie es ungefähr in Österreich, die aber natürlich auch willkürlich war, weil sie ungefähr auf 25% auch hinaus lief. Also das war jetzt der Teil mit den Kompensationen, der unsere österreichische Initiative prägte. Für die Kunstfreiheit war aber ein anderes Ereignis mindestens ebenso wichtig. Es war so, die Kulturstaatssekretärin war schon so praktisch weichgeklopft durch verschiedenste Auseinandersetzungen, die sie mit den verschiedenen Theaterdirektoren in Österreich hatte. Und eben die österreichische Presse war sehr aufgeschlossen gegenüber der Kunst, weil sich natürlich Österreich erstens als Kulturland immer definiert hat und zweitens natürlich auch der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, den die Kulturindustrie in Österreich, also inklusive Kulturtourismus ausmacht, ist bei 16%. Das heißt, das ist ein enormer Anteil am BIP. In Deutschland zum Beispiel ist es nur 3 bis 4%. Das ist zwar einer der größten Arbeitgeber, aber eben vom BIP machen die Künstler nicht so einen großen Anteil aus, wie das eben in Österreich der Fall war. Es war so, es gab dann eine Pressekonferenz am 5. Mai, die von dem Kultursprecher der SPÖ, also der vergleichbar der SPD in Deutschland, und dem Kultursprecher der NEOS, das ist wie die FDP, organisiert wurde. Und an dieser Pressekonferenz habe ich auch teilgenommen. Wir haben da die geplanten Öffnungsschritte für die Theater sehr kritisiert, weil es war so, die gleiche Raumgröße hätte bei gastronomischer Belegung viermal so viele Besucher empfangen dürfen als bei einer kulturellen Nutzung. Und das war einfach unverhältnismäßig, auch wenn man bedenkt, Flugzeuge durften dann schon wieder voll beladen werden, aber eben die Kultur nicht. Ich habe bei dieser Pressekonferenz eben die noch nicht vorhandenen Kompensationen angemahnt und habe auch dann zum ersten Mal das Thema der Kunstfreiheit eingebracht und habe ihm darauf hingewiesen, dass es, wenn man die Kunst, die vom Grundrechtsschutz auf einem ganz anderen Niveau steht als zum Beispiel die gastronomischen Betriebe, derart benachteiligt, dann gibt es einfach ein verfassungsrechtliches Problem. Pressekonferenz hatte dann einen durchschlagenden Effekt, weil sie natürlich auch vom Presseecho massiv verstärkt wurde. Es gab ganz ein negatives Presseecho für die Kulturstaatssekretärin. Und 10 Tage später ist die Kulturstaatssekretärin dann tatsächlich zurückgetreten. Es gab da dann auch noch massive Kritik aus der Kabarettszene und sie war dann einfach nicht mehr in diesem Amt haltbar. Es kam dann eine Nachfolgerin, Frau Andrea Meyer, die war über Jahrzehnte Kunstsektionschefin, war dadurch absolut im kulturellen Bereich eingearbeitet. Und dann war es tatsächlich möglich, dass innerhalb von 3 Wochen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium wurden diese Öffnungsschritte erarbeitet, durch die Festspiele überhaupt stattfinden konnten. Das heißt, man hat ein System an Mitarbeitertestungen entwickelt, die verschiedene
Gruppen aufgeteilt haben, Gruppen mit Kontakt zu Künstlern. Also die Künstler waren diejenigen, die am öftesten getestet wurden, weil natürlich künstlerische Tätigkeit ohne, also mit Abständen nicht möglich ist. Die im Verwaltungsbereich mussten Masken tragen. Also da gab es einfach eine klare Hygienerichtlinien. Und zum Beispiel auch die Wiener Philharmoniker wurden täglich getestet. Es war so, dass auch die Wiener Philharmoniker im Juni eine Aerosolstudie in Auftrag gegeben hatten. Und da kam eben heraus, dass außer der Querflöte kein Instrument nennenswerte Aerosole ausstößt. Also zum Beispiel bei den Blechbläsern und auch Oboe etc. bleiben die Aerosole weitgehend im Instrument. Das hieß, nur für die Flöten wurde ein Abstand von 3 Metern empfohlen, für die Blechbläser einen Abstand nach vorne von 1,5 Meter. Dadurch war praktisch eine normale Sitzordnung möglich. Und das hat ja auch bewirkt, dass bei den Salzburger Festspielen Elektra gespielt werden konnte. Eben eins der Werke mit der größten Orchesterbesetzung. In Deutschland war das anders. In Deutschland waren eben die deutschen Orchesterabstände, die viel, viel größer waren. Da war es so, in der Bayerischen Staatsoper wurde dann selbst der Orchestergraben ausgebaut und massiv vergrößert. Also das war groß wie ein Fußballfeld. Nichtsdestotrotz passte trotzdem wegen der Abstände nur ein Mozart-Orchester hinein. Und das hat natürlich massive Auswirkungen gehabt auf den Spielplan, was möglich war und was nicht. Fürs Publikum gab es eben auch ein Hygienekonzept, das eben von den Salzburger Festspielen dann besonders verfeinert wurde. Das hieß hauptsächlich Schachbrettmuster. Das heißt, ein Sitzplatz dazwischen war frei. Und Maskenpflicht. Masken konnten aber dann am Platz abgenommen werden. Den Kulturinstitutionen kam natürlich sehr zugute, dass sie eben so hervorragende Belüftungssysteme hatten. Und es spielte dann später auch in den wissenschaftlichen Untersuchungen eine zentrale Rolle. Wie Sie vielleicht auch dann mitbekommen haben, hat aber die Bayerische Staatsregierung die Salzburger Festspiele als Pilotprojekt für die Kultur nicht begrüßt, sondern haben gesagt, na, das ist aber das neue Ischgl der Kultur wird das werden und fanden die Veranstaltung der Salzburger Festspiele sehr sportlich. Es war aber dann tatsächlich so, die haben stattgefunden. Es gab bei den Mitarbeitertestungen einen einzigen Corona-Fall, der konnte aber eben durch dieses Testsystem eingedämmt werden und es kam zu keinem Cluster. Und im Publikum war es tatsächlich so, dass es keine einzige nachgewiesene Virusübertragung während der Zeit der Salzburger Festspiele gab. Daraufhin haben auch die Theater europaweit im September, Oktober wieder geöffnet gehabt. In Deutschland war es so, da gab es aber immer eine Obergrenze, in Bayern zum Beispiel 200 Personen. Es war dann aber dem unermüdlichen Einsatz von Nikolaus Bachler, dem Staatsoperintendanten, zuzuschreiben, der hat gesagt, das sieht er nicht ein, dass in Frankreich und in der Schweiz können die Häuser hälftig belegt werden und in Bayern gibt es so eine willkürlich festgelegte Obergrenze von 200. Da wurde dann zugestanden, dass die Staatsoper 500 Zuschauer aufnehmen konnte und mit der Auflage eben eine wissenschaftliche Studie zu erstellen. Mit der Maßgabe, also mit dem Auftrag, um eine wissenschaftliche Grundlage zu haben für verantwortungsvolle weitergehende Öffnungsschritte. Also nicht fürs Zusperren, sondern fürs weitergehende Öffnen. Diese Studie der Bayerischen Staatsoper wurde dann
gemeinsam mit dem Klinikum Rechts der Isar gemacht. Das Klinikum Rechts der Isar hat eben die Mitarbeiterbetreuung und die Testung, das Testungssystem erstens einmal entworfen, durchgeführt und konstant evaluiert. Und auch da war es so, es gab da zwar einen Fall im Ballett, aber es konnte durch die Mitarbeitertestungen sofort eingedämmt werden und wuchs sich zu keinem Cluster aus. Es konnte dadurch eben dieses Ballett musste halt ein paar Tage in Quarantäne, aber das war's. In dieser Zeit, also September, Oktober, gab es in allen deutschen Theatern, in allen österreichischen und allen schweizerischen Theatern im Publikum keine einzige nachweisbare Virusübertragung durch einen Theaterbesuch. Man hat dann später sich darauf ausgeredet, naja, das kann man ja doch nicht wissen und so. Das konnte man im Theater aber sehr wohl wissen, weil nämlich die Tickets alle personalisiert waren. Also hätte es tatsächlich Corona-Fälle gegeben, hätte man das jederzeit nachvollziehen können und man hätte dann auch jederzeit nachvollziehen können, fanden im Umkreis dieser Person dann tatsächlich Virusübertragungen statt. Ja, also das war die Ausgangsposition. Es war so, dass auch bei dieser Staatsopernstudie wurden auch die Belüftungssysteme aller Münchner Häuser evaluiert. Und zum Beispiel die Bayerische Staatsoper tauscht die gesamte Raumluft innerhalb von 9,5 Minuten komplett aus. Und diese Studie hat sich aber dann natürlich eine Zeit lang hingezogen. Und dann kam diese fatale Ministerpräsidentinnenkonferenz vom Ende Oktober, wo die Kulturbetriebe wieder zugesperrt wurden, ohne dass es dafür wirklich eine Evidenz gab, dass das unabdingbar notwendig war, weil es gab ja keine Cluster im Publikumsbereich. Im Unterschied zum Beispiel zu den religiösen Einrichtungen, gerade in den freikirchlichen Einrichtungen gab es sehr wohl Cluster, weil einige sich eben auch aus religiösen Gründen nicht an die Maßnahmen halten wollten. Und die Ministerpräsidentinnenkonferenz stufte uns dann tatsächlich auf dem gleichen Niveau wie Spielhallen und Bordelle ein. Das hat natürlich einen Aufschrei in der Kulturszene bewirkt und das hat dann dazu geführt, dass als im November das Infektionsschutzgesetz beschlossen wurde, die Kunstfreiheit schon erwähnt wurde und man hat auch reingeschrieben, dass die Sperrung der Theater natürlich einer besonderen Begründung bedurfte. Der einzige Effekt war aber, dass wir jetzt einfach bei den Sperrbeschlüssen immer einen eigenen Absatz bekamen. Aber davon kann sich die Kunst in dem Sinn relativ wenig kaufen. Es war dann so, dass wir im November 2020 eben unsere Initiative Aufstehen für die Kunst gegründet haben, eben gemeinsam mit Christian Gerha, Hans-Jörg Albrecht und Kevin Connors. Und wir haben uns dann rechtlich von einer Anwaltskanzlei in Berlin beraten und vertreten lassen. Das ist die Kanzlei Raue, weil Peter Raue nämlich auch im November ein Interview oder Ende Oktober ein Interview gegeben hat, die Kunstfreiheit betreffend. Darum haben wir uns gedacht, na, das ist die richtige Adresse, um da zusammenzuarbeiten. Wir haben dann eben einen Eilantrag vorbereitet. Da war es so, dass der Eilantrag gegen die Theaterschließungen war schon fertig. Wir wollten ihn am 7. Dezember einreichen. Und hatten für diesen Tag auch eine Pressekonferenz angesetzt.
Da war es aber so, am 6. Dezember hat Ministerpräsident Söder den Katastrophenfall für Bayern ausgerufen. Zudem zeichnete sich bei diesem Zeitpunkt auch schon ab, dass wahrscheinlich ohnehin Mitte Dezember ein harter Lockdown mit Schulschließungen etc. verhängt wurde. Und wir haben dann den Eilantrag einfach hinterangestellt, weil mit diesen Perspektiven es aussichtslos gewesen wäre, dass dieser Eilantrag tatsächlich irgendeine Aussicht auf Erfolg hatte. Man muss aber jetzt noch hinzufügen, dass die Kultur eben nicht nur während dieses Lockdown-Light zugesperrt wurde, sondern dass auch dieser angeblich harte Lockdown eben nur Teilbereiche der Gesellschaft wirklich mit harten Lockdown-Maßnahmen betroffen hat. Das waren eben die Schulen, das war die Gastronomie und der Tourismus und Kultur. Aber zum Beispiel die Industrie konnte praktisch ohne wesentliche Auflagen weiter operieren. Zum Beispiel die Fernfahrer, die durften, egal ob sie jetzt lebenswichtige Lebensmittel oder eben nur Autoteile für die Autoindustrie ins Land brachten, ohne Quarantäne, ohne Testungen ins Land. Diese Situation wurde ja dann erst geändert, als im Februar, März die Inzidenzzahlen gerade in den Randgebieten zu Tschechien beim Explodieren waren und auch nicht zurückgingen. Da war es so, die Künstler waren eben nicht Quarantäne befreit. Als ich im Oktober noch zwischen Paris, weil da in Paris hätte ich Salome am Champs-Élysées machen sollen und ich hatte im Oktober noch Vorstellungen WOZEK in München, da musste man dann immer unter 48 Stunden bleiben, um nicht in Quarantäne zu müssen, obwohl ich sowohl in Bayern als auch in Paris getestet wurde. Also da gab es einfach riesengroße Unterschiede zwischen den Bereichen, die man eben aus verzichtbar, aus Freizeitveranstaltungen einstufte und den Bereichen, die man aus wirtschaftlich notwendig einstufte. Nur so ist eben unsere Verfassung nicht konstruiert. Es steht nirgendwo in der Verfassung, dass die Just-in-Time-Produktion der Autoindustrie einen besonderen verfassungsrechtlichen Schutz hätte. Die Kunstfreiheit hat den aber eben schon, weil wir eben auf dem gleichen Niveau wie die Pressefreiheit und wie die Religionsfreiheit garantiert sind. Dann war es so, im Jänner haben wir dann unsere politischen Aktivitäten weitergeführt. Es gab dann auch politische Gespräche, zum Beispiel eben mit Staatsminister Siebler, der Kulturminister in Bayern ist. Und da muss ich tatsächlich sagen, der war der kooperativste Gesprächspartner. Er hat tatsächlich unsere Anliegen nicht nur angehört, sondern uns auch teilweise recht gegeben, dass eben die wissenschaftliche Datenlage eigentlich nicht unbedingt für ein Zusperren der Häuser spricht, aber eben aufgrund des harten Lockdowns sei das notwendig. Und vor allem hat Staatsminister Siebler uns damals eben auch schon bestätigt, dass sehr selbstverständlich eine rechtliche Überprüfung von Regierungshandeln immer in einer Demokratie zulässig sein muss. Weniger erfreulich waren die politischen Gespräche, die wir mit dem Bühnenvereinspräsidenten und Hamburger Kultursenator Carsten Broster hatten, weil uns der unumwunden eben sagte, ja, er ist in einer Zwickmühle, aus Hamburger Kultursenator sperrt er am Vormittag zu und soll dann als Bühnenvereinspräsident am Nachmittag für die Öffnung lobbyieren. Das hat ihm gezeigt, dass die Situation für die Theater denkbar ungünstig
war. Der eigentliche Lobbyverband ist nun einmal der Bühnenverein. Der wird aber in Bayern von einer Ministerialdirigentin im Kunstministerium geleitet. Die wird natürlich selbstverständlich nichts gegen die Schließungen der Theater einzuwenden haben. Der Bühnenvereinspräsident ist gleichzeitig Hamburger Kultursenator. Da gibt es auch in dem Sinn einfach in dieser Pandemie einen Interessenskonflikt. Es ist so, der ehemalige Bühnenvereinspräsident Rolf Bolwin, der jahrzehntelang Bühnenvereinspräsident war, der hat unsere Initiative tatsächlich unterstützt, ist auf unserer Unterstützerliste und der hat eben dann auch die Eilanträge kommentiert und analysiert. Das haben wir intern gemacht, aber er hat das zusätzlich auch gemacht. Es gab dann einen weiteren Beteiligten, der für die Kunst eher ungünstig war. Das war der Kultursenator von Berlin, Dr. Klaus Lederer. Der hat sich überhaupt nicht zu irgendeinem Gespräch hinreißen lassen und hat uns einfach verkündet, er hat für sowas überhaupt keine Zeit, weil er uns auch tatsächlich als Zeppel-Initiative irgendwo aus Bayern eingestuft hat und nicht als eine Initiative, die eben die Kunstfreiheit grundsätzlich gewährt haben will. Vorstellungen vom Kultursenator Lederer waren auch äußerst seltsam, weil er schon im Jänner mit seinen Intendanten in Berlin ausgemacht hat, dass die Saison zu beenden ist. Das heißt, es war allerhöchstens geplant, im Juni Kleinstprojekte am Theater zu machen mit Mini-Publikum. Das hat irgendwie Herr Lederer in der Glaskugel gesehen, dass die Pandemie im Juni immer noch von den Inzidenzwerten so stark ist, dass man die Kulturbetriebe nicht öffnen kann. Das muss man sagen, da haben wir Gott sei Dank durch unsere politischen Aktivitäten diesen Ansichten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war dann so, dass auch im Februar Dr. Lederer, der immerhin der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz war, also sogenannten Öffnungsplan erarbeitet hat für die Ministerpräsidentinnenkonferenz, die im März stattfinden sollte. Dieser Plan wurde tatsächlich auch vom regierenden Bürgermeister Müller präsentiert und der hätte beinhaltet, dass, so hat die Theater zuletzt aufgesperrt werden, dass es wochenlange Unterschreitung der 35er Inzidenz notwendig gewesen wäre. Und als Schlusspunkt wäre es so gewesen, dass zum Beispiel ein Haus wie die Deutsche Oper mit 1900 Plätzen hätte 500 Personen aufnehmen können. Dafür die Clubs wie der Berghain hätten dann schon voll belegt ihren Aktivitäten nachgehen können. Wenn man sich so vorstellt, dass ein Politiker so einen infektiologischen Unsinn auch tatsächlich als regierender Bürgermeister vertritt, wo es einfach so ist, in den Theatern sitzt man mit Abstand, man sitzt, also zumindest während der Pandemie, man sitzt hintereinander, die Theatergastronomie ist abgeschafft, es gab Maskenpflicht. Wenn man das dann wirklich ernsthaft vergleicht mit der Situation von Tanzveranstaltungen in Clubs, dann muss man sagen, ist den Politikern da eigentlich einfach nicht zu helfen. Das war dann so, das konnten wir dann, weil wir haben dann wieder eine Pressekonferenz gegeben im Februar, wo wir eben diese ganze Situation angeprangert haben und das hat dann dazu geführt, dass die Vorlage für die Ministerpräsidentinnenkonferenz komplett verändert wurde. Es war dann so, dass die Theater tatsächlich 2 Wochen nach dem Einzelhandel im März hätten öffnen sollen. Eben die einzige Voraussetzung war die Unterschreitung der 100er-Inzidenz.
Aber dieser Beschluss hatte auch Haken, weil es war so, die Friseure und Baumärkte durften inzidenzunabhängig öffnen. Der nicht lebensnotwendige Einzelhandel bei Unterschreitung der 100er Inzidenz. Nur bei den Theatern war es notwendig, dass nicht nur unterschritten wird, sondern dass es mit fallender Tendenz ist. Und da gab es natürlich dann auch Gespräche von den Staatsintendanten mit Ministerpräsident Söder. Und es waren Öffnungen per Ende März vorgesehen. Und die wurden dann tatsächlich aber vom Münchner Kreisverwaltungsreferat unterbunden, weil eben zwar die Inzidenz noch 100 unterschritten hatte, aber eben es schon eine steigende Inzidenzlage gab. Als sich das abzeichnete, haben wir dann einen Eilantrag beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestellt gegen diese Schließungen. Wir haben dann auch einen Entgegnungsschriftsatz von der Landesanwaltschaft bekommen, wollten auf diesen dann reagieren, aber dann war schon das Urteil da und wir wurden abgewiesen. Dieses Urteil war dann sehr interessant für uns zu analysieren, weil da waren mehrere sachlich grobe Fehler dabei, schon in der landesanwaltschaftlichen Entgegnungsschrift. Das begann damit, dass der Landesanwalt, die Landesanwältin, weil das war, glaube ich, eine Frau, die diese Schrift signiert hat, hat eben die Künstlerdefinition nicht so gemacht, wie das im Sozialrecht, im Vertragsrecht und im Steuerrecht definiert ist, sondern man hat gesagt, naja, Dressurreiter sind ja auch irgendwie Künstler und Kochkünstler sind auch Künstler und dafür ist Ballett aber eigentlich Sport. Also man hat so getan, als hätte man keine Ahnung, was man überhaupt als Künstler einstufen könnte. Ich meine, es ist natürlich so, im normalen Sprachgebrauch ist Künstler natürlich keine geschützte Berufsbezeichnung. Aber es gibt natürlich selbstverständlich rechtliche Definitionen, was als Künstler einzuschätzen ist und was nicht. Zum Beispiel als Beispiel eben ein DJ ist erst Künstler, wenn er tatsächlich eine kreative Leistung bringt. Also wenn er irgendeinen Remix macht. Wenn er nur Platten auflegt, ist er nicht Künstler, weil dann wäre ja auch jeder Musikredakteur vom Bayerischen Rundfunk ein Künstler. Diese Definition hat dann das Urteil Gott sei Dank nicht übernommen. Es gab dann aber auch eine äußerst problematische Feststellung im landesanwaltschaftlichen Entgegnungsschriftsatz. Da wurde behauptet, man habe ja nur den Wirkbereich der Kunstfreiheit eingeschränkt, aber nicht den Werkbereich. Und hat es noch dazu mit dem Nationalsozialismus begründet, dass eben während des Nationalsozialismus sei nur der Inhalt, aber nicht die Form des Werkes hauptsächlich zensiert worden. Das ist aber Unsinn. Gerade in der Musik oder auch in der bildenden Kunst ist besonders die Form von den Nationalsozialisten angegriffen worden, eben in der Musik, Atonalität, Zwölftönigkeit etc. Und zusätzlich ist es so, dass man natürlich den Werk vom Wirkbereich ja nicht trennen kann, weil zum Beispiel nimmt man jetzt einen Journalisten, wenn ein Journalist nur einen Artikel recherchieren und verfassen darf, aber nicht veröffentlichen, dann ist natürlich der Pressefreiheit nicht Genüge getan. Das Gleiche ist so, wenn man ein Werk
Es war auch sogar während der Zeit des Nationalsozialismus, wenn man nicht gerade Jude oder angeblicher Kulturbolschewist war und sowieso im KZ eingesperrt war, dann konnte man in der inneren Emigration tatsächlich Werke schaffen, aber eben nur für die Schublade. Insofern ist es, wäre nach dieser Definition sogar im Nationalsozialismus teilweise die Kunstfreiheit garantiert gewesen, und das ist natürlich als Argument einfach abstrus. Werk und Wirken, Wirkbereich lassen sich nicht trennen, weil es ist auch zum Beispiel bei dem Böhmermann-Gedicht, wenn Böhmermann dieses Gedicht nur für sich selbst im stillen Kämmerlein geschrieben hätte und höchstens vielleicht einem Freund gezeigt, dann wäre es nie ein Fall für die Kunstfreiheit gewesen. Insofern war natürlich dann diese Einschätzung, man habe ja nur die darstellende Kunst massiv eingeschränkt, ist dann natürlich auch deswegen ein sehr seltsames Argument, weil es ja eine ganze Kunstsparte betrifft. Man hat dann eben auch gesagt, naja, aber man hätte ja so Livestreams machen können und die Künstler hätten ja irgendwas auf YouTube stellen können. Da ist es aber auch so, ich bin zum Beispiel Wagner-Sänger, soll ich in mein Wohnzimmer 100 Mann Orchester hinstellen und eine Inszenierung machen und dann mit 5 weiteren Kollegen den ersten Akt oder zweiten Akt Siegfried zum Besten geben? Das ist einfach lächerlich. Und wenn man zum Beispiel O Sole Mio auf YouTube singt, ist es deswegen noch lange keine garantierte Kunstfreiheit. Noch dazu ist es auch so, dass die Livestreams, die ja teilweise dann von den Theatern tatsächlich veranstaltet wurden, eben äußerst teuer sind. Also ein Livestream zum Beispiel in der Bayerischen Staatsoper kostet 30.000 Euro. Und dadurch wurden in der Bayerischen Staatsoper, weil der Probenbetrieb wurde tatsächlich nicht untersagt, konnten aber nur praktisch die Neuproduktionen geprobt werden und die wurden dann auch per Livestream präsentiert. Das bedeutete aber, dass 95% der künstlerischen Arbeit an der Staatsoper gar nicht einmal geprobt werden konnte. Und das Gleiche war natürlich auch so im Konzertsektor. Da wurde aufgrund der fehlenden Planungssicherheit wurde nicht einmal mehr geplant. Darum war es auch so, dass besonders im Konzertbereich die Künstler gar keine Kompensationen bekommen haben, weil sie nämlich nicht einmal irgendwelche Verträge mehr hatten. Weil das in der Oper wird dort längerfristig geplant, da hatte man wenigstens irgendwas in der Hand. Und Deutschland hat leider eben nicht den Weg eingeschlagen, den zum Beispiel die Schweiz eingeschlagen hat. Die hat es so gemacht, dass analog zum Beispiel zur Gastronomie, die freischaffenden Künstler konnten einen Umsatzersatz für die entsprechende Periode des Vorjahres geltend machen und bekamen dann, weil in der Schweiz ja auch die Steuersätze sehr niedrig sind, sogar 80% Umsatzersatz. Das wäre natürlich in Deutschland nicht der Fall, weil in Deutschland die Steuersätze viel höher wären. Aber diese Art von relativ einfacher Hilfe, die wurde in Deutschland nicht begangen. Man hat stattdessen irgendwelche sehr komplizierten Hilfsprogramme, die jetzt teilweise sogar von Künstlern zurückgezahlt werden sollen. Also man hat da eine soziale Misere, vor allem bei den freischaffenden Künstlern erzeugt. Und da muss es natürlich auch noch tatsächlich rechtliche Klärungen geben. Wir planen eben zum Beispiel auch eine Staatshaftungsklage, um zu klären, ob es im Rechten ist, dass der Staat Maßnahmen erlässt und dann einer einzelnen Gruppe übermäßige Lasten aufbürdet. Weil es ist so, die Kulturinstitutionen selber, die haben teilweise Gewinn gemacht. Weil aufgrund der Kurzarbeitergeld und dass ihnen das vom Arbeitsamt ersetzt wurde, haben zum Beispiel die
Berliner Häuser, die Deutsche Oper hat 6 Millionen plus gemacht, die Staatsoper 5 Millionen. Und das wurde aber teilweise eben auf dem Rücken der Freischaffenden wurde dieser Gewinn erwirtschaftet. Und das ist natürlich eine Situation, die so nicht bleiben kann. Es war dann eben auch, als die Öffnungen dann tatsächlich im Juni, Juli waren, haben einige Häuser, nicht Bayern, sondern aber zum Beispiel in Berlin, Baden-Württemberg etc., nicht den regulären Spielplan gespielt, sondern willkürlich ausgewählte Pilotprojekte, teilweise andere Stücke und haben dann in dieser Zeit, obwohl es da dann vom Rechtlichen her klar war, dass man sich eben überhaupt nicht mehr auf Force Majeure berufen konnte, haben sie trotzdem die Künstler dazu genötigt, Auflösungsverträge zu unterschreiben. Und dann wurden die Künstler tatsächlich auch mit 25% abgespeist, obwohl sie eigentlich einen Rechtsanspruch auf 100% Auszahlung hatten. Also das ist auch etwas, was man in der nächsten Zeit politisch aufarbeiten muss. In dem landesanwaltschaftlichen Entgegnungsschriftsatz war auch noch eine sehr interessante Passage vorhanden, weil wir eben die Ungleichbehandlung mit der Religion, weil, wie Sie wissen, die Religion war eben von Juni an durchgehend geöffnet, obwohl die Religionsfreiheit auf dem gleichen Niveau garantiert ist wie die Kunstfreiheit. Es gibt natürlich eine spezielle Situation dadurch, dass bei der Religionsfreiheit sind eben auch die Gläubigen, also nicht nur der Priester, sondern auch die Gläubigen, sind tatsächlich Grundrechtsträger. Das ist beim Publikum nicht. Obwohl es da eben auch schon eine UNO-Konvention gibt, die den Zugang zur Kultur garantiert. Und zum Beispiel in Frankreich gab es auch einen Eilantrag, der im Dezember 2020 gestellt wurde. Denn eigentlich war geplant, die französischen Theater am 15. Dezember tatsächlich wieder zu eröffnen. Und das hat Präsident Macron auch Ende November in einer Diskurs präsidentiell angekündigt. Dann hat sich aber die Regierung doch wieder umentschieden, hat lieber den Einzelhandel aufgemacht, die Schulen, aber eben die Kultur, die eigentlich nach der Religion die ersten sein sollten, die geöffnet wurden. Wurden aber dann eben zugemacht. Am 7. Dezember, als wir unsere Pressekonferenz hatten, diese Pressekonferenz hat sich tatsächlich die französische Kulturministerin, Madame Bachelot, auch angesehen. Und sie hat damals, als sie eben noch meinte, dass die französischen Kulturinstitutionen öffnen, auch uns bestellen lassen, dass das ein Balsam auf ihre Seele sei, unsere Initiative, und dass sie das ganz großartig findet. Dann hat eben die Regierung Macron diesen Schwenk vollzogen und eben leider auch die französische Kulturministerin. Und auch in Frankreich wurden die Theater daher erst Mitte Mai wieder geöffnet. Frankreich hat aber dann das dadurch gelöst, es gab ein Referé Liberté, also auch einen Eilantrag beim Conseil d'État, der sich eben auch auf die verschiedenen wissenschaftlichen Studien berief. Und da hat dann der Conseil d'État tatsächlich festgestellt, dass vier Grundfreiheiten schwerst beeinträchtigt sind durch die Schließungen. Also nicht nur die Liberté artistique, sondern auch der Zugang zur Kultur, die Berufsfreiheit und das Recht auf Bildung. Und dieser Eilantrag wurde aus verhältnismäßig erklärt nur bis zum 7. Jänner 2021, und hätte dadurch praktisch
jederzeit wiedergestellt werden können. Weil der Grund, warum die Richter sagten, ja, die Situation ist eben außergewöhnlich, weil es stand Weihnachten vor der Tür, man wusste noch nichts über diese Delta-Variante und darum waren diese Schließungen eben bis 7. Jänner gerechtfertigt, danach aber nicht. Und man hätte dann jederzeit einen erneuten Antrag stellen können. Das ist aber deswegen nicht geschehen, weil die Gewerkschaften hatten damals schon sehr große finanzielle Verluste, weil vor der Corona-Zeit gab es diese Rentenstreiks. Und da hat dann die Regierung einfach den Gewerkschaften diese Kosten alle ersetzt. Sie haben auch den freischaffenden Künstlern eine noch günstigere Kompensationslösung angeboten. Das war dann eben 50%, aber als Entschädigung, das heißt steuerfrei. Und sie haben auch das Defizit der Opera Nationale, die zu diesem Zeitpunkt einfach pleite war, aufgrund der Rentenstreiks ersetzt. Also haben sie in dem Sinn eine finanziell günstigere Situation für den Restart geschaffen. Und dadurch haben die französischen Gewerkschaften und auch die französischen Künstler darauf verzichtet und das noch einmal rechtlich klären zu lassen. In Frankreich muss man bedenken, dass die Liberté artistique erst seit 2016 überhaupt in der Verfassung drinnen ist. Und in Deutschland ist es eben aufgrund der geschichtlichen Erfahrung schon seit 1949 an dieser herausgehobenen Position im Grundgesetz verankert. Und das hat uns damals dann auch eben ermutigt, einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht gegen die Bundesnotbremse. Weil es war dann so, Ende März wurden die Theater eben nicht wie vorgesehen geöffnet, sondern dann trat die Bundesnotbremse auch dann im April langsam in Kraft, die eben Schließungen vorsah bei einer Überschreitung der 100. Es war davor noch vorgesehen, eigentlich Pilotprojekte zu starten, um eben eine noch weitergehende wissenschaftliche Basis für die Öffnungen zu haben. Die wurden dann einfach abgesagt. Dann haben wir einen Eilantrag Ende April beim Bundesverfassungsgericht eingereicht und der hat dann in der Behandlung eben 4 Wochen gedauert. In der Zwischenzeit waren dann die Öffnungen schon da und die Öffnungen waren tatsächlich genauso, wie die Klägerliste war, weil dieser Eilantrag beim Bundesverfassungsgerichtshof, der hatte 7 Kläger, da war immer auch Anne-Sophie Mutter dabei und Thomas Hengelbrock und eine Sängerin der Bayerischen Staatsoper, Oka von der Damerau. Und die bayerischen Bühnen wurden genau 3 Tage vor der ersten Vorstellung der bayerischen Kläger geöffnet und die Berliner Bühnen genau einen Tag, bevor ich meine erste Vorstellung in Berlin gehabt hätte. Dadurch haben dann eben hat das Bundesverfassungsgericht eben festgestellt, dass die Grundrechtsbetroffenheit nicht mehr gegeben ist und dadurch wurde dieser Antrag gar nicht mehr im Plenum beraten und ist eben gar nicht angenommen worden. Was eben noch ist eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgericht eingereicht, die ist nicht entschieden, das ist ein Hauptsacheverfahren. Da hoffen wir natürlich, dass alle wissenschaftlichen Studien, die es jetzt in zahlreicher Menge gibt, tatsächlich bearbeitet werden oder zumindest auch angesehen. Und wir haben dann auch Ende Juni einen Entgegnungsschriftsatz entworfen,
den wir eben dieser Popularklage nachgereicht haben, der eben die Erfahrungen aus den vorangegangenen zwei Verfahren beinhaltet.